Ich wollte gerade anfangen zu bloggen. Da war Diablo der Meinung, erstmal habe ich ihn loswerden zu müssen. Da wollte ich gerade erzählen, dass ich mit der Morgenroutine fertig bin. Bis auf 10 Minuten aufräumen. Wir haben es ja schon mittags, aber also 13 Uhr. Wir kamen ja auch vom Einkaufen zurück und so weiter und so fort. Deswegen verschiebt es ja am Wochenende immer. Und deswegen finde ich die 10 Minuten aufräumen Sachen morgens, nachmittags, abends Quatsch. Ich habe schon gestern gesagt, das ist irgendwie. Ein Beutel. Ich habe halt extra einen Beutel gekauft, weil ich hatte einen Beutel, den ich dabei hatte, den da. Der reicht vielleicht nicht. Aber doch ausgereicht. Der Beutel umsonst gekauft. Egal. Ja, irgendwas werde ich wahrscheinlich wirklich so machen, dass ich es mit abends in 6 Minuten mache. Und irgendwann aus 10 Minuten steigere oder so, keine Ahnung. Muss ich mal sehen. Am Wochenende auf jeden Fall, dass ich den abends mache. Wäsche zusammenlegen ist ja auch eigentlich nachmittags dran. In meinem Fall zumindest. Und das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ju. Warte, jetzt mal auch nur Handtücher. Genau. Ja. Das Einkaufen ging heute einigermaßen. Ich war ja alleine. Das ist ja meistens die halbe Katastrophe. Ich musste nur einmal anrufen, weil er meinte, er will so eine Fischdose haben mit Mango. Schön. Es gibt Mango Curry, es gibt Mango Chili. Welches Mango meint er denn? Ich habe erst das Curry in der Hand gehabt. Ich habe gesagt, nee, was rufe ich denn an? Nicht, dass das ganz genau das Falsche ist. Wäre es auch gewesen, er würde Chili haben. Gut. Und dann hat er gefragt, wie, was, kein Eiskaffee geholt? Stand nicht drauf. Habe ich doch gestern aufgeschrieben. Nein, vielleicht gedacht, aber es stand nicht drauf. Kein Eiskaffee. Und Gott, der Speise gab es auch nur diese Mini-Päckchen. Habe ich jetzt so eine kleine mit Soße genommen, weil die großen gab es nicht. Jo. Passiert. Genau. Ja, soweit. Und es ist so warm hier drin. Vielleicht mache ich mal Fenster auf. Eigentlich müsste es gehen, ne? Es ist draußen nicht mehr ganz so heiß. Sonne kommt erst später hier rum. Ich mache mal Fenster auf. Und werde jetzt Kapitel lesen und Video drehen. Also ich will heute einen kleinen Videomarathon einlegen. Ich habe tolle neue Ideen. So ganz neue Ideen. Von daher bin ich gespannt, wie ihr die findet, wenn die mit irgendwo online kommen. Es gibt ja noch ein Video, was schon längst abgedreht ist und was noch nicht online ist. Mal gucken. Weil manchmal habe ich jetzt einfach so komme Ideen in den Kopf für irgendwelche Buchvideos vor allem. Logisch eigentlich. Und ja, dann schreibe ich mir einen auf. Ich nutze das tatsächlich seit einiger Zeit, dieses Notion, habe ich ja gesagt. Und ich habe mich gestern bei einem angemeldet auf dem Newsletter und habe dann da so ein paar Templates bekommen, was richtig klasse ist. Ich habe mir nicht alle geladen, aber so ein paar. Also ich glaube genau zwei. Den Contentplan habe ich ja schon. Den gibt es ja standardmäßig bei Notion. Den finde ich auch ganz gut. Der ist zwar Englisch, aber das ist selbsterklärend. Das passt dann schon. Man kann es auch anpassen, wie man es möchte. Das geht dann auch. Jo, aber zwei andere Sachen habe ich mir genommen und muss mich dann ein bisschen reinfuchsen. Aber das wird schon. Ja, und da habe ich jetzt auch die Ideen aufgeschrieben, die ich jetzt für auch Themen, die ich in Vlogs ansprechen möchte, irgendwann mal, die jetzt aber nicht so dringend oder aktuell sind, sondern einfach irgendwelche Themen, die ich mir irgendwann ansprechen möchte. Und eben, wenn mir Videoideen kommen. Die stehen jetzt alle drin, dann kann ich immer gucken, was habe ich denn. Genau, so könnte ich es mit Instagram auch machen. Ich habe da auch meine Liste schon gemacht gehabt. Das könnte ich dann da eben genauso machen. Das müsst ihr noch machen mit den Sachen, die ihr in mein Buch reingeschrieben habt, oder? Okay, mach ich mein Fenster auf, lese ein Kapitel und dann geht's ans Video drehen. Ich freue mich drauf. Ach, ein Video schneiden muss ich ja auch noch. 2 Stück heute. Aber gut, gemacht. Es ist Samstag, wir haben Zeit. Ich habe noch kein einziges Video gedreht. Ich bin gerade bei dem Vlog für heute zu schneiden, es ist schon 16 Uhr. Es ist so wie gerade heute der Wurm drin, egal. Aber ich würde mich mal bei euch bedanken. Jetzt nochmal persönlich, wahrscheinlich habe ich, ich hoffe, ich habe in der Zwischenzeit auf die Kommentare geantwortet. Habe ich nämlich hier nicht. Unter dem Video oder dem Blog, wo ich gefragt habe, ob es zu viele Videos sind momentan. Ich dachte, nein, ist nicht so viel. Ich dachte so, boah, was? Okay. Dann bleibt für alles wie gehabt. Ihr bekommt jeden Tag einen Blog. Im Moment wird nicht jeden Tag, weil Sonntag ja auch. Wenn ich es nicht verbasselt, wie letzte Woche, aber ich verbasselt. Oder wenn die Zeit zu knapp ist oder sonst irgendwas oder es mir nicht gut geht. Oder, ne? Aber in der Regel sollte jetzt jeden Tag ein Blog kommen, auch Sonntag im Moment. Und geplant ist jeden zweiten Tag, und es kann auch mal ein Sonntag sein, also keine festen Tage in der Woche, sondern wirklich jeden zweiten Tag ein anderes Video. Das ist mein Plan. Heute habe ich es endlich mal geschafft, das Budgetvideo für
den Wochenabschluss 1 für Juli zu drehen, hochzuladen. Und weitere Wochenabschlüsse gibt es ja nicht. Gibt es für den Monatsabschluss, aber den müsst ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wenn ihr das Video seht. Ist das schon längst vergessen? Gehe ich davon aus. Nicht, dass ich etwas Falsches erzähle. Und wenn nicht, wisst ihr jetzt Bescheid, dass es nur noch einen Monatsabschluss geben wird und Monatsplanung. Und ich musste auch noch mal ein bisschen was ändern, weil ich merke, ich komme gerade bei den Challenges nicht so ganz klar, wenn man es nicht jede Woche macht. Da muss ich ein bisschen was anpassen, damit es wirklich noch monatlich ist. Aber dann wird es schon klappen, weil alles andere ist mir einfach zu viel. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, habe ich festgestellt, sowieso. Und von daher ist es einfach zu viel und dann reicht mir so ein Monatsvideo aus. Und es sind eh schon so viele Videos noch geplant, das glaubt ihr gar nicht, das ist so viel. So viel. Die Reihen Videos, die noch weitergeführt werden müssten, zusätzlich zu anderen Ideen, die mir in den Kopf kommen und so weiter und so fort. Also da gibt es einiges, worauf ihr euch freuen könnt, hoffe ich jedenfalls. Genau. Und bis auf das Budget-Zeugs ist alles Buchvideos. Und die Vlogs natürlich, logisch, aber die zähle ich gerade nicht zu dem alles wieder im Video dazu. So, ich starte mal weiter. Und dann werde ich wieder weiterlesen. Ich habe das Buch auch noch nicht ausgelesen. Aber ich habe noch so ein Stückchen. Das will ich heute schaffen und dann kann ich Sommerküche am kleinen Meer. Die kleine Sommerküche am Meer lesen, wollte ich sagen. Die kleine ausgelesen. Jetzt geht es weiter. Ich lese schon hier hinten. Mit dem Buch. Also nicht jetzt sofort. Ich werde erstmal wieder an den Rechner gehen. Aber ich freue mich drauf. Ich bin super gespannt auf die Reihe. Wie gesagt, die ersten drei Bände habe ich ja nun schon. Das erste liegt es da bereit zum Lesen. Schniefnasen, Daniel hat Suppe gemacht. Hühnersuppe. Ein Topf für Dingsi. Er meint, das ist ein bisschen mehlig geworden. Ich durfte auch ein bisschen was abhaben, weil ein Riesentopf, wie immer. Ja, probiere ich doch mal. Heiß ist es schon mal. Geht doch. Ja, wahrscheinlich auch nur kein Geschmackssinn. Das wird sein. Bisschen salzig, aber ansonsten passt es schon. Hallöchen, ich bin auf meiner abendlichen Runde. Ich hatte gerade ein paar merkwürdige Momente. Ich habe den Brief für den Stallbrat mitgenommen, um zum Briefkasten zu bringen. Fährt ein Mann mit seinen beiden kleinen Söhnen an mir vorbei und fragt, ob er den Brief mitnehmen soll. Ich habe gesagt, ich komme eh dran vorbei. Und ja, ständig mussten sie mich wieder überholen, weil sie zu langsam waren. Und natürlich an jeder kleinen Straße anhalten mussten, um links, rechts, links zu gucken. Nicht? Und ja, dann dachte ich, okay, ich fahre hier auf den Spielplatz. Das war's. Und dann kamen sie aber aus dem anderen Weg von dem Park hier wieder auf mich zu. Jetzt sind sie vor mir. Und ja, es ist schön warm, es ist angenehm heute. Und ja, ich genieße es gerade. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und werde leider die Abendrunde machen, also die Abendroutine machen. Und dann gelesen. Dann wird gelesen. Dann gelesen. Genau. Und kaum jemand draußen. Das ist auch schön. Außer dass halt die drei jetzt schon längst kamen raus. Weil dann war eine mit dem Hund da. Und die drei, wie gesagt, die ganze Zeit. Ja. Jetzt laufe ich auf die Bucher zu, den Britzer Garten zu. Der äußerste Zipfel des Ganzen, bevor es wieder Richtung Heimat geht. Ich ging mit Post, ich kam mit Post. Nämlich meine Gehaltsrechnung bekommen für diesen Monat. Und war ein bisschen schockiert, wie viel es ist, weil ich habe mit einer Stufenerhöhung gerechnet. Aber irgendwas gab es eine Anhebung generelle und ich habe eine Rückzahlung von Anfang des Jahres bekommen bis jetzt. Ja, ordentlich. Werde ich im nächsten Budgetvideo sehen, also im nächsten Planungsvideo. Bleibt natürlich nicht so. Wäre schön, wenn es jeden Monat ist, aber nein. Jetzt haben wir ausgerechnet, was es dann nächsten Mal ungefähr sein müsste, was auch in Ordnung ist. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Nein. Das ist
schon in Ordnung. So, jetzt mache ich hier gerade alles aus. Handy wird weggelegt. Und ich gehe lesen. Dann spielt übrigens Atma wieder. Ja. Was für ein Tag.